Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren, 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 mit dem Auto auf der Autobahn, Autofahren, Autofahren, immer wieder Autofahren, 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 mit dem Auto auf der Autobahn. Ich kommentiere mal ein bisschen zurück, so, wenn du dir das anguckst, dass du das erzählen kannst. Guck mal, gerade eben hat man wieder gesehen, du hast ziemlich spät die Ampel gesehen, gell? Dass die rot worden ist. Also du musst versuchen, besser vorausschauend zu fahren, also wirklich nach vorne gucken. Immer. Dass du solche Sachen wie die rote Ampel und so, dass du das früher siehst. Dass du, also auch jetzt nochmal als Beispiel, wirklich hier jetzt schon die ganze Straße nach hinten gucken. Genau, gucken mit dem Taxi jetzt, was der macht. Und wenn keiner kommt, gleich vorbei. Kann man nicht warten, sondern wirklich gleich vorbeifahren. Wir fahren da vorne rechts weiter. Ich weiß nicht, was freitags immer los ist. Ich glaube, freitags tut jeder in Tübingen, der ein Auto hat, holt sein Auto und fährt in Tübingen rum. Weil jeden Freitag ist hier überall Verkehr ohne Ende. Und irgendwie scheint es freitags auch irgendwie extra lange Rotphasen zu geben. Und natürlich, wenn man nichts sagt, geht es geradeaus weiter.
fahren, durch wir fahren vorne links weiter, dass du da richtig in den Spiegel guckst. Und denk auch dran, dass du immer wieder in den Rückspiegel guckst. Also dass du alles im Griff hast, was hinter dir los ist. Deswegen auch immer, bevor du den Blinker reinmachst, kurz vorher einfach in den Innenspiegel gucken. Das ist so dieses, wo die Prüfer auch drauf gucken, das kommt wirklich immer. Innenspiegel, Blinker. Dann rechts weiterfahren. Richtig in den Spiegel nochmal. Immer bevor du reinfährst, in den Spiegel schauen. Links weiter. Okay, wenn es frei ist, frei. Da brauchst du nicht nochmal fünfmal reingucken. Lieber schon in die Straße gucken, wo du hinfährst, dass du siehst, dass da keine Überraschungen auf dich lauern. Rechts weiter. Gut, also richtig, muss natürlich sehen, dass hier nicht weitergeht. So, wir möchten dann davon in die nächste links weiterfahren. Wegbleiben. Das sind ja nur Parkplätze und da steht niemand, du musst ein bisschen mehr rechts sein hier, dann. Das ist schon wichtig. Wenn alles okay ist, dann ganz normal fahren. So, wir möchten die nächste rechts fahren und dann gleich wieder rechts und dann aber über die Brücke. So, also jetzt rechts mit einem großen Bogen und dann über die Brücke. Großer Bogen.
war die nächste? Rechts weiter. Das siehst du, dass niemand kommt. Das heißt, du kannst einfach ganz normal um die Kurve rumfahren und hier sind jetzt auch wieder ganz normal 50.
ganz vorne links weiter. Ganz vorne rechts weiter. Ja, ist schön. Ab geht's. Jetzt 50, richtig schön Gas hier, alles frei, vierter Gang 50. Was nicht schneller wie 50. Und genau, wenn niemand kommt, dann brauchst du nicht ganz so eng rechts fahren, dann ist es okay so. Aber sobald dir wieder jemand entgegenkommt, dann musst du gucken, dass du ganz nach rechts rüber gehst. Und wenn der viel Platz macht, dann geht's. Und dann, komm, auf geht's. Ganz vorne fahren wir dann rechts weiter. Genau. Der sich richtig schön eingeordnet, wie es sich gehört, hätten wir weiterfahren können. Gell? Hier gilt die Devise wieder früher und besser gucken. Dann brauchst du gar nicht so langsam sein, sondern du kannst einfach ganz normal durch den Kreisverkehr durchfahren. So, und dann zeigen wir mal, wie man hier richtig super reinfährt in die Kraftfahrstraße. Kommen ist und willst dann rausfahren.
Nee, was machst du denn? Bleib hier auf deiner Seite gucken. Du musst, wenn du überholen möchtest, musst du die ganze Zeit gucken. Dann muss eine Lücke kommen und dann musst du Blinker setzen und dann musst du mit Gas rausfahren. Du darfst nicht so langsam rausfahren. Ja genau, jetzt richtig mit Gas raus. Und dann schön auf den Abstand vorne achten. Das war herrlich. Genau so muss es sein. Stelle zum verkehrsgerechten Umkehren in aller Ruhe. Fährst hier ja wieder raus, gell? Mhm. Jetzt lass mal alles weg, alle Füße weg, alle sämtliche Füße, sämtliche Dinge. So.
Ordnung und jetzt kann ich hier ganz normal rausfahren. So, zwei Sachen. Also, wenn du den Film nochmal anguckst, guck mal, wo du da reinfährst. Du zögerst volle Kanne, hältst fast an und fährst ganz langsam rein. Aber es ist alles frei. Also theoretisch brauchst du da nicht mal langsam tun, sondern du kannst einfach reinfahren. Und das Umkehren, das war eigentlich, ja, wenn man es hart sagt, Quatsch. Weil du versuchst da zwischen zwei Autos hin und her zu fahren. Du kannst ja aber gleich wieder hier rausfahren. Oder wenn, dann fahr doch wenigstens in eine Parklücke rein. Da war ja die breite Parklücke. Und fahr da dann wieder raus. Und immer, wenn du nach links gefahren bist und du möchtest umkehren, dann musst du nach rechts lenken. Das siehst du in dem Video dann auch, weil du fährst praktisch nach vorne und dann fährst du praktisch wieder gleich zurück, ohne was zu ändern, weil dann kommst du ja nicht rum. Also guck dir das in Ruhe nochmal an. Und also so der Ort war gut. Also von mir ist an der Prüfung, der Prüfer jetzt wahrscheinlich auch nichts gesagt, wenn du so umkehrst. Wobei du halt auch ziemlich dicht an dem Auto vorbeigefahren bist, ohne nach vorne zu gucken. Einfach in Ruhe das alles machen und so. So, guckst, wenn es frei ist, und dann fährst du einfach rechts weiter. So, auf geht's.
so ein Schild, das praktisch hier im Frohndorf aufgehängt hat, dass sie das gern hätten, dass man hier 30 fährt, aber du musst das nicht. Und ja, wenn es natürlich alles Englisch und so, ist es auch besser 30 zu fahren, wenn geparkte Autos sind. Aber wenn das ganz normal ist, also aus dem Dorf raus, kannst du ganz normal 50 fahren. Also es hat eigentlich keinen Einfluss. Es sind 50 erlaubt. Offizielles Schild 30, also klar muss 30 fahren. Und was auch nochmal für dich zur Wiederholung, das war Baustellenschild plus 30. Das heißt, sobald die Baustelle jetzt vorbei ist, wenn du siehst, da ist nichts mehr, hebt sich das automatisch auf und du kannst dann wieder ganz normal weiterfahren. Also du siehst ja hier, sieht so aus, da ist nichts mehr. Also sind jetzt wieder ganz normal 50. Und hier ist es wichtig, aus dem Frohndorf raus nicht schneller zu fahren. Weil da manche hier denken, oh, boah, keine Häuser mehr, ab geht's. Das geht natürlich nicht. Du musst so lange warten, bis die 50 vorbei sind.
So, wir fahren dann vorne an der Ampel links weiter. Also die nächste links. Früher, sobald du zum Stehen kommst, den Blinker links rein. Dass die hinter dir, es gibt wirklich dann so dumme Autofahrer, die dann einfach an dir vorbeifahren, dass die einfach sehen, natürlich willst du weiterfahren. So, dann gehen wir die nächste links weiter. Einfach rum, nicht in den ersten, komm einfach rum. Dann kannst du immer noch entlasten. Nicht immer zögern. Wenn du immer, bevor du abbiegst, zögerst du nochmal. Wenn es frei ist, ist es frei, dann kannst du einfach fahren. Genau, und zweite Gang. Komm. Und dann gehen wir da vorne geradeaus weiter. So, die wäre jetzt durchgefallen, wenn sie Prüfung hätte. So, komm, was? Nicht warten, bis jemand kommt. Komm, fahr, du darfst fahren. Hast du nicht gewusst, oder? Dass du fahren darfst. Ja, aber dann, guck mal, du zögerst immer so lange. Das ist, du musst dir in dem Video mal gucken. Immer wenn es frei ist, fährst du immer nicht, sondern du zögerst immer erstmal. Und wenn du stehst, machst du immer sofort Blinker links. Und dreh jetzt schon das Lenkrad nach links, weil du stehst genau vor dem Bordstein. Wenn du jetzt nämlich losfährst, fährst du gegen den Bordstein. Genau, los geht's. Stehen und erst die Gang. Komm, jetzt blinkt er, jetzt kannst du fahren. Schnell los, komm. Schnell fahren. Wenn jemand blinkt, dann nicht warten, sondern fahren, sonst fährt er nämlich auch wieder los.
Wow, wenn wir das Zögern bei dir mal wegkriegen würden, dann wäre es schon 1000, vielleicht noch was 100% besser. Komm mal, und nicht immer 20 fahren, sondern 30 und dritte Gang und ab geht's. Dann fahren wir die nächste rechts weiter. Nochmal gucken, kommt nochmal an. Nicht bloß zweimal ganz hinten gucken, sondern schon immer die ganze Zeit gucken. Und vor allem, bevor du reinfährst, nochmal richtig gucken. Bitte? 30, genau. Wenn du dir nicht sicher bist, dann fährst 30, guckst nach dem Schild und wenn der Prüfer zu dir sagt, können Sie hier nicht schneller fahren, dann sagst du einfach ehrlich, weiß ich nicht, deswegen warte ich, bis ein Schild kommt, bis dahin fahre ich 30 und dann weiß der, dass du das mit bewusst machst und nicht einfach wieder so.
Auf keinen Fall. Also das muss ich aber wissen, gell? Also das ist nicht mal. Du wolltest mich jetzt verarschen, oder? Fahren. Es ist deine Fahrstunde vorbei, jetzt fährst du mal wie ein ganz normaler Autofahrer. Fahr schön vorkommen, einfach der darf da sowieso nicht rein. Ich glaube, da kommt ein Auto, also kein ganz normaler Autofahrer heißt nicht, dass du dann so frech rausfahren kannst. Mittagspause, komm, gib Gas, Mittagspause, komm.
jetzt was gibt. Ja, jetzt gibt's was. Vor dem weißen Auto. Oder? Ja, genau. Das heißt, wir fahren an dem weißen Auto vorbei und parken dann vor das hin. Genau, jetzt gehe ich einfach schön voll rechts rein, langsam. Genau, jetzt einfach voll nach links. Richtig voll nach links. So, richtig rüber. So, richtig noch ein Stückchen vor, weil du musst ja zurückfahren und stopp. Und jetzt fährst du einfach gerade zurück vor das weiße Auto hin. Einfach gerade lenken. Guck richtig nach hinten und fahr vor das weiße Auto ran. Ganz rechts bleiben. Richtig rechts bleiben. So, richtig rechts. So, lass so. So, und jetzt geht voll nach links. Und fahr noch ein Stückchen zurück. Ne, zurück. Voll nach links. Und perfekt. So, jetzt gehst du mal ein kleines Stückchen vor. Also erst die Gang, dann gerade lenken und ein kleines Stückchen vor. Und stopp. Okay, du musst ein bisschen nach links lenken müssen. Ein bisschen so ein Rutsch an. Ein bisschen vor und stopp. Gut, so machst du anbremsen und dann Motor aus. So, für dich ist es jetzt wichtig, du musst jetzt diesen Video natürlich richtig analysieren. Das heißt, du guckst den von Anfang bis Schluss an und vor allem guck mal auf die Sachen, wie du immer abbiegst und so. Also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, das ist immer so, dass auf dem Video kannst du ja jetzt sehen, wenn du irgendwo ranfährst, wie weit du schon sehen kannst und so. Und bei dir ist es oft so, es ist eigentlich alles frei, weißt du, du brauchst überhaupt nicht langsam tun und trotzdem tust du nochmal langsam, bevor du rumfährst. Dann, ich denke eigentlich, wenn das jetzt eine Prüfung gewesen wäre, wäre es eigentlich ganz okay gewesen, bis auf diese Stelle auf der Kraftfahrstraße. Also das Reinfahren in die Kraftfahrstraße war nicht so toll, aber das sind die Prüfer gewöhnt. Also wegen dem fällt mir jetzt nicht durch, da war ja jetzt auch nichts. Aber halt, das war blöd auf der Kraftfahrstraße, weil das ja, du hast praktisch, du hast gewartet, bis das Auto da war und dann bist du rausgefahren. Also eigentlich genau falsch. Deswegen, da arbeiten wir nochmal dran. Wir müssen nochmal ein paar Mal auf die Kraftfahrstraße nochmal hin und her fahren, dass das ein bisschen besser wird. Oder wenn nicht, dann lass es doch einfach das Überholen, weißt du? Also, das ist auch immer die Kraftfahrstraße, gerade wenn so viel Verkehr ist, ist einfach blöd. Und ansonsten einfach auch mit der Geschwindigkeit. Du bist oft einfach zu langsam immer, weißt du? Also, wenn es 30 sind, dann fährst du halt immer nur 20 und so. Und das ist halt immer wieder so ein Zeichen, bisschen für den Prüfer. Der Prüfer hatte ich noch nie gesehen. Mhm. Der denkt einfach, du kannst es nicht richtig, du bist unsicher. Weißt du, also du fährst die ganze Zeit so langsam, weil du es nicht richtig blickst. Und das erweckt dann einfach diesen Eindruck. Deswegen musst du schon versuchen, ein bisschen zügiger zu fahren. Also wenn es möglich ist, dann einfach auch zu fahren. Und ich denke, wenn wir das hinkriegen, wenn wir da noch ein bisschen dran arbeiten, dann klappt es auch bei der Prüfung. Autofahren, immer wieder